So, da sind wir wieder bei Let's Adventure You Minecraft. Heute mache ich etwas anders als sonst. Normalerweise nehme ich ja die Audiospur getrennt auf. Ich habe jetzt einfach mal Fraps und lasse mal die Audiospur wieder von Fraps aufnehmen, weil ich bemerkt habe, weil so nah, wie ich gerade am Mikrofon dran bin, sollte es an sich passen. Ich glaube, es ist an sich besser, wenn man es natürlich getrennt aufnimmt. Falls man mal übersteuert, kann man es nachbearbeiten. Falls man mal dies macht, bla 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 bla. Ich teste jetzt dann einfach mal eine Aufnahme lang, ob es gut klappt oder nicht. Der Vorteil von dem Ganzen ist, ich kann halt einfach aufnehmen, drücken und anfangen. Und muss letztendlich nachhändlich nichts zusammenschneiden. Wenn ich zum Beispiel eine Aufnahme habe, wo ich dann mal unterbrochen werde, kann ich einfach direkt beenden, direkt weitermachen, beide Teile aneinander kleben, rendern. Geht einfach, ist simpel, null Arbeit förmlich. Macht Let's Plays auch mehr Spaß und so, ne? Wenn man es sich einfacher macht. Ist auch jetzt kein großer Aufwand, wenn ich es mit Audiospur mache. Also, so ist es ja nicht. Es ist einfach angenehmer, einen Cut zu setzen. Weil man einfach kurz aufnehmen, aufhören kann. Aufnehmen, wieder anfangen, fertig. An sich das Problem dabei ist halt, wenn ich mal einen Fehler in der Audiospur habe, kann ich den nicht ausbessern. Das ist kacki. Natürlich. Also, man ist auch immer auf der sicheren Seite, wenn man eine externe Audiospur macht. Ich würde gerne für die Adventure Maps es so machen, weil ich generell, wenn ich mal unterbrochen werde, es einfach schöner ist, dass ich kurz eine Unterbrechung machen kann. Dann mache ich, okay, Moment, bup, und fertig. Das ist toll. Soll uns aber jetzt nicht davon aufhalten, dass wir heute die Map von Best Team LP Lost Cave spielen. Ich glaube, ich wollte noch was sagen, aber ich habe es aber vergessen. Sind hier auf einer Map, sind noch im Creative Mode. Ich tue einfach mal so, als wären wir nicht im Creative Mode gespawnt und unser ganzes verficktes Inventar ist voll, dass du... Nein, war es nie. Sowas stimmt doch gar nicht. So. Hallo Zombie, diese Adventure Map ist für dich. Wir haben uns Mühe gegeben. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Viel Spaß beim Jumpen und so weiter. Wir hoffen, es hat dir gefallen. Bin ich schon vorbei? Okay, tschüss. Bis zum nächsten Mal. Viel Spaß beim Jumpen und so weiter. Dein Scoutex und Lukas55. Erste Mission: Suche im Dorf nach dem Schalter für den Bahnhof. Viel Glück. Und es ist ein von Hand gebautes Dorf, ja? Kein NPC-Dorf. Warum steht, wir hoffen, es hat dir gefallen? Ich habe doch gerade erst angefangen. Wir hoffen, es wird dir gefallen, heißt es. Ja, wir suchen erstmal im Dorf nach dem Schalter. In diesem sehr authentischen Dorf. Was nicht in der Flatgirls-Map fehlt oder so. Wirkt voll realistisch. Ja gut, in Minecraft ist eh nichts realistisch. Schweine, seid ihr realistisch? Nein, ihr habt einen Spawner unter euch. Was steht denn überhaupt da an der weißen Wand? Smiley. Dieser Adventure mit Lost Cave, viel Spaß hier. Die Regeln, Slime Balls sind deine Punktesuche. Sie. Du darfst keine Blöcke abbauen oder welche hinsetzen. Fliegen darfst du nur in Notsituationen. Zwingend Smiley. Kein Game Mode, Soile, einfach auf einfach. Nicht auf easy, sonst klappt es ein paar Missionen nicht. Ich möchte dir mal kurz was zeigen, lieber Mapbesteller. Ich gehe mal kurz auf Deutsch. Ich wollte auf die Serverauswahl natürlich. So. Optionen. Schwierigkeitsgrad einfach. Spiele auf einfach. Nicht auf easy. So, stelle ich wieder zurück die Sprache. Auf Englisch. Singleplayer. Zack. So, selber Schwierigkeitsgrad, easy. Okay, ich glaube, du meintest peaceful. Nur um es mal kurz gezeigt zu haben. Du darfst sprinten, wir mögen dich. Liebe Grüße, Scout und Lukas, Zombie, du bist der Beste. Oh, süß. Wie lieb. Das ist dein Haus, lieber Zombie. Wer hat meine Möbel geklaut? Ich glaube, die sind alle oben. Wo sind meine Möbel? Ich habe ein Dreifachbett, aber nichts anderes in meinem Haus. Boah, ich habe Slimeballs in meinem Haus. 4 Stück. Und kleine Mini-Kakteen. Das sind die cool. Hallo, Mini-Kakteen. Kann man von den Mini-Kakteen aus auf den Zaun hüpfen? Sollte ja gehen, oder? Wenn ich die Decke im Weg wäre. Ja, es geht, cool. Gut. Und ich habe eine Veranda mit Bänken. Wenigstens etwas. Drück und schau, was passiert. Das öffnet sich. Nochmal Slimeballs und Kekse. Und Slimeballs. Und ich nehme an, die Map-Ersteller sind relativ jung. Vermute ich einfach mal.
Deswegen nehme ich nicht gerade die Map nicht übel. Wie es schon klingt, voll gemein. Ach, ich werde es später noch erwähnen. Wir spielen jetzt einfach ganz normal weiter. Wir haben zwei Schalter gefunden. Suche im Dorf nach dem Schalter für den Bahnhof. Deutsche Bahn. Ah, das ist der Bahnhof wahrscheinlich. Bahnhof. Okay, gehen wir mal in den Bahnhof rein mit unseren zwei Schaltern. Okay, recht leer. Minecart und Limeballs. Wir nehmen mal ein paar Minecarts mit, man weiß ja nie. Steigen ein und fahren los. Mit der Deutschen Bahn, die hat heute mal nicht mal Verspätung. Was bricht denn hier im Haus gerade bei mir? Das kann man nicht. Tschüss, Deutsche Bahn. Das kann man nicht im Vorbeifahren so schnell einsammeln. Außer, gab es da nicht irgendwie einen Short? Achso, mit Too Many, mit Inventory Tweaks. Verdammt, das will ich immer noch installieren. So, weiter. Tschu-tschu. Soundlags. Da war ein Loch in der Decke. Okay. Gut, dass ich drei mitgenommen habe. Ja, ich kann es auch anschieben, wenn ich W drücke. Okay, die Sounds liegen hier gerade. Ich laufe einfach mal zu Fuß hoch. So. Lore zerstören, bitte. Okay. Meine Lore. Und die Schienen haben sich auch zerstört. Mission 2, folge dem Kiesweg. Aber er bewegt sich gar nicht, wie soll ich ihm folgen? Zombie, tue hier all deine Items rein, danke. Hier rein. Wofür brauchte ich die Schalter? Ich schätze mal, die Slimeballs soll ich jetzt auch noch nachträglich da rein tun. Die Goldrüstung. Die goldenen Äpfel tue ich auch mal da rein. Auch wenn ich wahrscheinlich... Also die eine Kiste, die anderen benutze ich mal, um das zu überleben. Was ich da vorne vor mir sehe. So. Fahr mal los. Da war der Knopf. Hoch. Moment, ich schieb's kurz von Hans an. Tut mir leid, dass ich den Block kaputt mache. So. Fahr, Little Minecart, fahr. Super. Zack. So. Das haben wir. Die nehmen wir mit. Können wir uns wenigstens ein bisschen dagegen anheilen auf Peaceful. So, Mission 2, Spring. Moment, ich schieb kurz mein Minecraft-Kart fertig. Habt ihr scheinbar nicht irgendwie getestet oder so. So. Das Loch hier im Boden ist auch schön. Mhm. Mission 2, Spring. Ich glaube, ich lasse in diesem Part die Note weg und überlasse es euch, den lieben Kommentarenschreiber. Aber, er meint irgendwie... Wie schnell heilt denn der? Was ist das denn für ein Goldapfel? Wieso gibt mir der Goldapfel Feuerresistenz? Kann man die modifizieren, die Goldäpfel? Der ist ja cool, der Goldapfel. Voll der Hacker-Goldapfel. Lol. Ich springe irgendwie auch höher, oder? WTF? Was ist mit dem Goldapfel los? Keine Ahnung. Ich find's auf jeden Fall cool. Ne, ich lasse es in den Kommentarschreiber. Ich lasse die Note in dem Party weg. Mit Grund. Nimm deine Items wieder mit auf den Weg. Und wer meint irgendwie die Map-Ersteller oder sonst was beleidigen zu müssen, ne? Kriegt einfach einen schönen Block. Folge dem Weg. Und nein, ich spiele alle Maps. Ich bleibe dabei. Spring, Zombie. Hui. Gut, dass ich eh Feuerresistenz habe. Feuerresistenz habe ich. Warufusch. Hier müssen die Torpedo-Delfine. Nein, okay. Eine gute Gelegenheit, nochmal schlafen zu gehen. What the fuck? Alles einfach. Alles. Ich find's komisch. Wenn ich mit, dem Verzauberung-Ding hier arbeite, kann ich nicht alles aufs Maximale machen. Ach doch, im Singleplayer, aber auf Servern nicht. Ich würde es gerne auf Servern können. Ich würde auf Servern gerne so Ultraspitzhacken haben. Kann ich die bitte kurz irgendwie vernichten? Danke. Ich will sowas auf Servern. Aus, öffnen. Diamantrüstung. Nehmen wir mal das und nehmen wir mal das Diatschwert und die und das und do.
So, einfach mal überpowerte Rüstung nehmen. Wieso nicht? Kann man übrigens auch verzaubern. So, wofür brauchte ich die Lever immer noch? Komische Frage. Eine gute Gelegenheit, nochmal schlafen zu gehen. Okay, mach mal. Jetzt hat nachträglich. Und fertig. Gut, Mission 3, töte die Monster. Ja, ich sollte auf Peaceful spielen. Wieso drei Schalter? Fragezeichen. Such die Lever. Nicht Lever. Und öffne die Tür. Warum brauche ich drei Stück für eine Tür? Such den Ausgang des Labyrinths. Geh einfach mal gerade durch. Hier ist bestimmt der Ausgang. Sackgasse, Pech gehabt. Oh. Diese böse Map. Und hier ist eine Kiste mit drei Slimes. Vielleicht komme ich ja wieder auf den Stack Slimes am Ende, wenn ich gut bin. Wahrscheinlich übersehe ich aber, was soll ich nicht alles angucke, jede Ecke. Was hier? Slimeball. 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 Okay. Aber hier war kein Ausgang. Also muss ich weitersuchen. Logischerweise. So, wo kann ich denn noch hingehen? Ich hoffe, ich habe mich gerade nicht verdreht. Gut, gehen wir in den rechten Gang. Der bleibt ja nur noch übrig. Haben die anderen beiden ja schon fertig. Und hier ist Okay, warte, dann schaue ich nochmal die letzte Sackgasse. Epic Sackgasse mit zwei Slimeballs, habe ich mir doch gedacht. So, haben wir die auch geholt. Feine Sache. Noch gar kein Jump'n'Run bisher. Oder kein großartiges, oder? Doch, der eine Raum. Schlaf besser erst. Ja, ist gerade Tag. Ich werde schon nicht verbrennen. Hab ja irgendwie 18 Goldäpfel, die mir Fire Resistance geben. Habe ich den jetzt gegessen? Nee. Jetzt hat. Die mir 6 Minuten Fire Resistance, 5 Minuten Fire Resistance geben. Wie machen das die Goldäpfel bitte? Gibt verschiedene Goldäpfel. Du musst dich drehen. Okay. Und dann? Du meinst, um die Ecke springen? Okay, das kann ich. Ich hätte auch natürlich da ran springen können, dann darüber und hier hinlaufen, aber warum nicht gleich so? Gut, haben wir das auch. Ihr mögt diesen Beacon Block. Ist es der Beacon Block? Ich habe keine Ahnung. Gehe diesen also vom Texture Pack sieht das ja komisch aus. Ich glaube, das ist der Beacon. Ich weiß es nicht. Gehe diese Leitern hoch, dann kommst du zum nächsten Level 4. Stand da zum nächsten oder zum nächsten? Nächsten. Zum nächsten Level 4. Auf zu Level 4. Dup, 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 dup. Ich habe eine Tür gehört. Nochmal. Nochmal. Mission 5. Rette die Einwohner. Spiele auf easy. Hieß es anfangs, ich soll nicht auf easy spielen. Das ist dasselbe. Habe ich schon. Aber danke. Ich hier einfach. Tschüss. Nein, okay. Viel Spaß. Geh nach hinten und schau nach einem weiteren Schild. Ich soll sie retten, aber wovor? Hier lang. Drücke die Schalter zum Weiterkommen. Boah. Lass die Dorfbewohner nicht raus. Ende der Mission 5. Ich hoffe, du hast dein Schwert noch. Ansonsten kriege ich es nochmal. Zum dritten Mal, okay. Ich gehe mal hier rein. Das sieht ja nicht sehr nach Standard-NPC-Dorf aus. Weil die haben ja wenigstens Möbel. Ich nehme einfach mal einen meiner 8 Lever. Und schau mal hier raus. Hier lang zur letzten Mission 6. Okay, und was ist da mit diesem geheimen Durchgang, der nicht offen ist?
Ich verstehe es nicht. Ich gehe jetzt einfach durch die Tür. So, letzte Mission 6. Hier nochmal 1 Million Swiftness Potions. Dann steht Zombie. So richtig geschrieben. Erste Stufe des riesigen Jumps. Einfach. Ja, ich bin zu schwer. Ich bin zu fett. Ich habe zu viele Items bekommen. Und warum liegen hier Pfeile? So eine Linie. Man weiß es nicht. Und da liegt ein Zombiefleisch. Und da liegen noch mehr Pfeile in einer Reihe. Ich glaube, hier ist am Ende noch mal einer durchgeflogen durch seine Map und hat Pfeile geworfen. Zweite Stufe, Mittel. Schlafe. Okay. Ich bin immer der zu faul ist, Nacht zu machen in Minecraft. Ich habe mal ein paar Maps bei Endzeitkind angeschaut. Der hat dann immer Nacht gemacht die ganze Zeit. Und ich dachte mir, wie der, ich würde nie immer Nacht machen. Oh, jetzt kletter ich über Spawner. Wenn wirklich 1 Million Monster gespawnt sind. Zack. Zack. Geh nach oben. Ja, hatte ich vor. Ins Wasserbecken fallen. Jump hier runter, Zombie. Jumpe in Hero Brines Höhle. Ende. Au. Oh mein Gott. Ein riesiges, pinkes Gesicht voll Lava. Na, guck mal. Hero Brine, you are the best Zombie. I'm watching you, Zombie. Map-Erbauer, Scoutex und Lukas55. Map-Tester, Lolly Popex. Map für Zombie, der beste Adventure-Map-Player, den es gibt. Ist ja schon süß an sich. Wie hat dir die Map gefallen? Huhu, du hast es geschafft. Sollen wir noch eine für dich bauen? Uns hat es Spaß gemacht, sie für dich zu bauen. Du bist der Beste. Wenn du Lust hast. Viel Spaß weiterhin bei deinen Let's Plays. Ach, ist ein Herz. Oh. 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 Die Map war nicht toll, aber... Oh. Nein. Bewertung bleibt weg. Wie gesagt, weil die Map für mich nicht mehr bewertbar ist. Sie war... ich möchte sie nicht bewerten, weil die Leute da hier in der Map zu mir so nett waren. Die beiden, die Scoutex und... Jetzt schäme ich mich gerade, dass ich jetzt den zweiten Namen schon vergessen habe, nachdem ich da draußen bin. Moment, ich gucke nochmal nach. Nee, aber sie waren so nett. Map-Ersteller waren sehr nett. Die beiden lieben Herr Scoutex und Lukas55. Aber an sich, ich kann's... Ich sag was ein bisschen was dazu... Aber ich glaube, wenn sie so ein paar andere Maps gesehen haben und die Bewertung dazu und es war solide aufgebaut, das schon, naja, solide. Es war eine Flatgrass-Map mit sehr, sehr offenen Stellen und alles ziemlich gerade und nicht wirklich einen Sinn, warum hier Obsidian-Tempel ist mit Lava und so Jump'n'Run, ne? Die Goldäpfel haben sämtliche Schwierigkeit aus dem Jump'n'Run auch wieder sofort rausgelöscht. Die Minecarts sind irgendwie nicht richtig gefahren. Es steht am Ende nicht da, wie viele Punkte es gesamt gab. Oh, paar Kleinigkeiten zähle ich hier auf, ne? Den Rest überlasse ich jetzt einfach euch, lieben Zuschauern. Seid freundlich, nicht unbedingt beleidigend, schreibt es kritikvoll. Ich danke für die Map auf jeden Fall und die 1 Million Dorfbewohner. Und dass es scheinbar doch Leute gibt, die mich mögen. Hasst mich also nicht jeder. Oh, ist ja schön. Würde sagen, wir sehen uns bei der nächsten Map wieder. Wenn es heißt Let's Adventure Your Minecraft. Platsch. Herobein sagt Tschüss. Ich sag auch Tschüss. Schau nochmal nach, ob ich vielleicht doch irgendwo stand, dass es einen Score gab. Aber ich glaube nicht. Du bist der Beste. Blablabla. Nö. Hat also keinen Sinn gehabt, den Score zu sammeln. Weil es nirgends steht, wie viel man denn sammeln konnte. Aber gut. Sind alles Kleinigkeiten. Und die ganzen Kleinigkeiten gesamt machen daraus eine nicht so tolle Map. Aber mehr werdet ihr, liebe Map-Ersteller, in den Kommentaren lesen. Ich bin heute nicht gemein. Trotzdem danke für die Map. Ja. Ich komme mir gerade so gemein vor. Ich will aber nicht gemein sein. Aber es ist halt die Wahrheit, ne? Egal, bis zum nächsten Mal, euer Zombie.